Hallo miteinander und herzlich willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Der BC Olympic Brieg ist der einzige Badminton-Club im Oberwallis. Das RZ-Magazin war beim Training sowohl von den Junioren als auch beim Nationalteam dabei gewesen. Der Badminton-Club Olympic Brieg ist der einzige Badminton-Club im Oberwallis. 7 Teams sind in den verschiedenen Ligen mit dabei. Die erste Mannschaft spielt schon die 4. Saison in der Nationalliga B. Trainiert werden die Oberwalliser vom ehemaligen Nationalliga A-Spieler, dem Freiburger Michael André. Wie sieht der Spielertrainer die Perspektive von Olympic Brieg in dieser Saison? Also, es wäre schon das Ziel, in der Top 3 zu sein, wobei das immer ziemlich schwierig ist, so Anfang der Saison zu sagen. Weil, wie wir gesehen haben, eben letztes Wochenende kommt Schott vor, plötzlich mit einem Ausländer. Und da ist es manchmal Anfang der Saison ziemlich schwierig zu sagen, was genau die Ziele sind. Aber das Ziel wäre schon, die Top 3 zu erreichen in der Nationalliga B. Der 31-jährige Michael André stammt aus einer richtig guten Badminton-Familie. Schon sein Vater und Onkel haben Badminton gespielt. Ebenso der Brüder und Schwester. Mit Michael sind auch schon sein Vater und Onkel Badminton-Trainer gewesen. Er erzählt, auf was beim Training geschaut wird. Im Sommer ist extrem wichtig das Sommertraining, der Aufbau, Kondition, also Kraft, Ausdauer, dann sehr, sehr viel Techniktraining. Und dann, während der Saison geht es eigentlich darum, den Aufbau, den wir im Sommer gemacht haben, zu halten, das Niveau zu halten, ein bisschen Anpassungen zu machen, wenn wir im Match Sachen sehen, die nicht so gut sind, da ein bisschen Anpassungen zu machen. Aber der grösste Teil ist schon im Sommer, wo man sehr, sehr viel machen kann und dann das einfach probieren, durch die Saison durch das Niveau durchzuhalten. Als Team besteht mindestens 6 Spieler, 4 Männer und 2 Frauen. Im Badminton sind die Mannschaften gemischt. Immer mehr Vereine in der Schweiz setzen auf ausländische Söldner. Für den Brieger Trainer eine eher bedenkliche Tendenz. Ja, also immer wie mehr ist es üblich, dass man die einsetzt und dass dann halt einfach Nachwuchsförderung im Club meistens leidet, was ich sehr schade finde. Und auch, dass man einfach Ausländer einfliegen kann vom Ausland. Also die sind nicht einmal hier im Club anwesend und spielen hier. Die werden einfach eingeflogen und dann spielen sie und dann gehen sie wieder. Also sind meiner Meinung nach nicht einmal richtig im Club integriert. Und das ist eigentlich etwas, was wir hier in Brieg nicht wollen. Wir wollen das Geld, das wir bekommen von den Sponsoren bekommen, auch wieder zurück in die Junioren investieren und vor allem in die lokalen Junioren hier in der Region. Der BC Olympic Brieg setzt auf die Jugend und betreibt eine intensive Nachwuchsförderung. Über 100 Mitglieder zählt der Club. Darunter sehr viele Junioren. Trainiert werden die jungen Sportler unter anderem vom Clubpräsident persönlich, von Marco Fuchs. Der 31-jährige ehemalige Nationalliga A-Spieler war lange Jahre der beste Walliser Badminton-Spieler. Was für Voraussetzungen muss eigentlich ein guter Spieler mitbringen? Neben Talent und Fleiss, das ist überall so, braucht es Kondition, es braucht Kraft, es braucht Schnelligkeit. Und das so lange wie möglich. Also die Weltspitzenspieler spielen über eine Stunde, so ein hohes Niveau. Und wir sind halt schnell nach 10 Minuten, vier Stunden schon im Laktatbereich. Spieler gibt es sehr viele gute Spieler auf der Welt, die bald einmal auf einem super Niveau sind. Aber nachher ist es ähnlich wie im Tennis, gibt es sehr wenig mehr, die so lange auf diesem Niveau können, spielen eigentlich, ja. Nach Verletzungsproblem will er in der 2. Saisonhälfte wieder vermehrt in der 1. Mannschaft mitspielen. So weit, dass ich vielleicht der Nationalliga B helfen kann. Weil damals habe ich auch aufgekehrt, weil mein Kollege hätte jetzt die Nummer 2 oder 3 spielen, der Johan, der mehr Potenzial hat, den er wirklich als Erste Welle fördern wollte, nebst der Salome Jösser. Und jetzt ist es eigentlich so weit, dass er mehr Punkte hat als ich in der Rangliste. Und durch das könnte ich jetzt auch wieder mithelfen. Ich werde wahrscheinlich jetzt in der 2. Saisonhälfte ein bisschen mehr wieder helfen, weil es mir auch Spass macht und die Verletzungen fast alle weg sind, die in den letzten Jahren immer bis mit mir geschleift. Der 7-fach Walliser-Meister bei der Elite ist in diesem Jahr vom aufstrebenden Johann Freisinger entthront worden.
klar, wenn du spielst gegen deinen besten Kollegen, Chef und deinen besten Gegner, eigentlich ist das super. Ich habe gegen Marco Fuchs gespielt und gewonnen. Das war für mich unglaublich, weil das ist seit jung meinem Vorbild im Badminton. Er hat ein super Spiel und sehr super. Und ich habe gesagt, der Schlag in die Walliser Meisterschaft im Brieg, das war unglaublich für mich. Ja. Und was sind deine künftigen Ziele? Bis jetzt habe ich 3 internationale Turniere geplant für die Saison. Ich spiele jetzt Rom, Finnland und Schweden. Und mal gucken, ich habe das Gefühl, einen Schweizer Meistertitel zu holen, wäre schon meine Hauptziele. Liegt drin. Ich glaube, in 2-3 Jahren ich lasse mich noch Zeit zum Trainieren, weil ich habe später angefangen habe mit den Spielen. Aber das wäre möglich. Und ja, international spielen, Erfahrung sammeln und so weiter. Ja, genau. Der diesjährige Saisonstart ist dem BC Olympic Brieg geglückt. Als Vierte haben die Oberwalliser nur 2 Punkte Rückstand auf den Leader, der Badminton Club Russo. Liebäugelt mit einem Aufstieg in die oberste Spielklasse wird also schon. Ebenso wichtig ist dem BC Olympic Brieg aber, junge, eigene Nachwuchsspieler zu fördern, damit die in Zukunft auch die erste Mannschaft können verstärken können. So viel zum Thema Sport für den Moment. Alle miteinander.